So, nach kleinen technischen Problemen sind wir wieder zurück. Murat jetzt am Tisch. Er fordert den US Open und Weltmeister im 10-Ball raus. Race to 21, das seht ihr unten eingeblendet. Ja, Joshua hat ja gestern noch das Turnier gewonnen. Mit den verengten Facings und Löchern, was hältst du davon? Was hat Joshua zu den Tischen gemeint? Ein bisschen zu eng, ja. Na gut, es ist ein bisschen schwierig natürlich, ob das wirklich einen Sinn ergibt, auf so engen Taschen zu spielen bzw. zu trainieren, weil man halt das komplette Spiel umstellen muss. Also es nimmt halt eigentlich einem Profispieler viele Fähigkeiten, da Loch ausnutzen überhaupt nicht möglich ist. Und ja, wie gesagt, es verändert im Prinzip das ganze Spiel und man muss einige Entscheidungen halt anders treffen als gewohnt. Ja, richtig, sagst du, absolut richtig, ja. Das macht, glaube ich, keinem Billardspieler auf Dauer Freude auf so engen Löchern mit 2 10 mm Minimum Facings zu spielen. Das haben auch die anderen Profis gemeint. Na gut, neue Situation, neues Spiel. Gestern hat Joshua, trotzdem hat er das Turnier gewonnen. Gestern war er noch gegen Alexander Ursenbacher, der Schweizer Snooker-Profi und Main-Tour-Spieler. Der war ja der Einzige, der im Crucible Theater da in Sheffield zum ersten Mal einlaufen konnte. Ja. Da hat Joshua ja mit kleinen Poolkugeln in der Dimension wie Snookerkugeln gespielt. Da hat er ja am Anfang mithalten können. War noch lustig zum Zuschauen, neu. Wie fandest du es? An sich ganz cool. Es war natürlich ein bisschen vom Zeitpunkt für Joshua vielleicht ein bisschen ungünstig. Hatte ja schon 11 Stunden auf dem Buckel im Prinzip vom Turnier und wie gesagt, auf den engen Taschen erfordert halt jeder Ball 100%ige Konzentration. Dementsprechend anstrengend ist dann so ein Turniertag. Naja, und dann natürlich in einem eher ungewohnten Spiel für ihn nochmal einen langen Satz auf 17, 100%ige Konzentration zu bringen, um Leistung zu bringen, war dann am Ende ein bisschen schwer. Er hatte durchaus Chancen, hätte am Anfang eigentlich hoch in Führung gehen müssen. Ja, aber ja. Ja, hat das halt verschenkt. Na gut, war ein neues Erlebnis, hat mir aber trotzdem Spaß gemacht. Turnier hat er ja auch gewonnen. Jetzt die letzte Challenge. Gucken wir mal, wie dieses Spiel ausgeht. Ich sehe da natürlich Joshua ganz klar vorne. Für Murat ist es natürlich eine Ehre, wenn man so sagen will, gegen ihn spielen zu dürfen. Gucken wir mal, wie das Spiel hier ausgeht. So, Murat jetzt am Tisch. Stellt sich hier ein bisschen auf die 7. Murat Küçük spielt ja im FBI Club. Hier sollte also die engen Löcher kennen. Ja, du sagst es richtig, Pia. Joshua ist müde gewesen, auch nachher noch beim Snooker Challenge. Trotzdem das Turnier gewonnen, aber alles im Allen eigentlich wiederum eine Top-Leistung von deinem Mann. Klar. Das muss man ja auch mal sehen. Also wirklich Qualifikation gespielt, dann noch die Snooker Challenge und jetzt noch eine Challenge. Hut ab vor der Leistung. Wie gesagt, das Schwierigste ist einfach dann auf den engen Taschen. Man kann halt kein einziges Spiel locker laufen lassen. Ja, ja. Das erfordert halt viel Konzentration, was natürlich auf Dauer sehr ermüdend ist.
ja, dennoch sehr gut gemeistert gestern. Und ja, kann man eigentlich rundum zufrieden sein. Ja, das hat Joshua auch gesagt, dass jedes Spiel kräfteraubend ist und energieraubend. Man muss für die Positionen kämpfen, genau stellen, vielleicht nochmals kehren, wo bei anderen Löchern die Dinger noch vorbeigehen. So eine schöne 9 angeschnitten von Murat. Und geht 1:0 in Führung. So, liebe Leute, die zugucken und auf den Streams, bitte teilt diesen Chat. Wir haben schon in 2-3 Chats über 200 Leute drauf. Vielen Dank fürs Teilen. Falls ihr also noch Fragen habt, auf billardtv.ch oder auf dem Real-Life-Chat, beantwortet dies Pia Filler sehr gerne. Also wenn ihr irgendwelche Fragen habt, jetzt habt ihr die Chance, schreibt im Chat. Wir versuchen die so gut wie möglich zu beantworten. So, Murat hat gebreakt. Wir haben hier zwei verschiedene Perspektiven. Hier seid ihr ein bisschen schräg von der Vogelperspektive. Ich werde ab und zu ein bisschen switchen. Mehr lässt sich momentan aus Stellungsgründen nicht einrichten. Was denkst du jetzt ganz krass mal ausgedrückt, wie viele Spiele traust du Murat zu gegen Joshi auf 21-10 Ball? Da eine genaue Prognose zu geben, ist eher ein bisschen schwierig, würde ich sagen. Im Endeffekt ist es auch egal, solange mein Mann gewinnt. Also ja, na klar. Natürlich ganz klar parteiisch. Im Pool kann alles passieren, besonders weil Joshua natürlich in der Favoritenrolle ist und Murat eher der Underdog. Und da hat man schon oft gesehen, dass Spieler schnell über sich hinauswachsen können. Ja, definitiv schwer zu sagen, da möchte ich mir kein Urteil erlauben. Ja, kein Ding. Wenn ich mal eine Prognose abgeben darf, mit Verlaub, ich gebe ihm keine 10 Spiele. Weil 10 Ball, schwerste Disziplin, alles mit Ansage. Der Glücksfaktor ist sehr klein bei diesen engen Löchern. Also wenn er über 10 Spiele macht, hat er ein tolles Spiel abgeliefert.
So, Joshua gleicht zum 1:1 aus. Pia, ihr wart ja jetzt schon des Öfteren in der Schweiz, also des Öfteren 1, 2, 3 Mal, denke ich jetzt mal. An den CBC des Open wart ihr dabei, ja, da hat ja auch Joshua das Turnier gewinnen können. Ja. Jetzt seid ihr hier seit 3, 4 Tagen. Die Staaten sind ja zu. Ist jetzt die Schweiz mit den alten Turnieren ein bisschen das Mekka geworden oder wie siehst du das? Weil die Staaten sind ja geschlossen, man kann nicht einreisen, die Profis. Wie fühlt ihr euch hier? Klar, im Moment ist man durch die Corona-Pandemie natürlich sehr eingeschränkt. In der Schweiz aktuell die einzigen Turniere, das auch richtig. Ja, was heißt das Mekka? Also es ist natürlich schon eine andere Dimension auf internationalen Turnieren oder besonders in Amerika. Ja, aber im Moment ist natürlich trotzdem ganz cool, dass man so wenigstens ein bisschen Wettkampf hat. Ja, klar, besser als gar nichts. In Deutschland sind ja gar keine Turniere zurzeit. Genau. Hat das mit dem Coronavirus zu tun, ne? Dass die keine. Ist es nicht erlaubt in Deutschland momentan, oder? Ich glaube, es ist mittlerweile wieder erlaubt. Allerdings sind die, ja, Schutzmaßnahmen halt, die Verordnungen sind so streng, dass so viele Regeln eingehalten werden müssen, wo manche Veranstalter dann einfach sagen, oder sich die Frage stellen müssen, können die die Regeln überhaupt einhalten, um dem Ganzen gerecht zu werden, ja, und ja, die Gesundheit aller Spieler und Teilnehmer halt zu gewähren. Ja, das gestaltet sich halt einfach ein bisschen schwierig. Ja, verständlich, da kommt dann noch zu, wenn man alles einhalten muss, der finanzielle Aspekt, ja. Erstmal das. Der vergisst man dann auch wieder. Zumal die Teilnehmerfelder halt extrem runtergeschraubt werden müssen, was natürlich auch den ganz, also das ganze Turnier einfach wieder komplett verändert und einschränkt. Ja. Und so möchten einige Veranstalter dann halt lieber einfach warten, bis wieder zu halbwegs normalen Bedingungen ausgetragen werden kann. Ja, verständlich, ja. Und in der Schweiz, in einigen Kantonen ist es jetzt verschärft worden. Mhm. Zum Beispiel im Kanton Zürich muss man Masken tragen, wie in Deutschland. Andere Kantone wieder nicht. Ja, schwierige Sache zurzeit. Und niemand weiß, wenn die Staaten wieder aufgehen, wann geht es wieder richtig los. Ganz genau. Nicht einfach die ganze Sache. So, zurück zum Match. Da steht es 1:1. Murat versucht hier aus der Safety zu spielen. Zwei-Bänder-Versuch. Wow. Schönes Ding. Ball in hand für Joshua. Kein einfaches Blatt, um einfach mal so runterzuspielen. Hat schön gelöst von Joshua. Somit Position 5.
Also, liebe Leute, das liegt nicht an der Qualität von Joshua. Die Löcher, wie vorhin besprochen und auch schon seit 2-3 Tagen, die sind wirklich extrem klein. Eigentlich ein Standardball für Joshua, aber bei diesen Verhältnissen, wenn man da nicht hundertprozentig präzise einlacht, geht das schnell mal daneben. Die Chance für Murat mit 2:1 in Führung zu gehen. Das macht er jetzt auch. So gespielt wird. Winner Break, habe ich das richtig verstanden, Pia? Korrekt. Winner Break, ja. Wie geht's euch? Ihr habt ja geplant oder seid ihr schon fertig mit eurem Poolraum zu Hause? Mhm. Seid ihr da zufrieden? Was ging da? Ja, wir haben jetzt eigentlich soweit alles fertig. Die Tische stehen. Jetzt wurden unsere Predator-Lampen über den Tischen installiert letzte Woche. Ja. So, dass die Tische optimal ausgeleuchtet sind. Also ja, im Großen und Ganzen ist der Raum soweit fertig. Ist ziemlich cool. Macht ziemlich viel Spaß da ja. Zu trainieren unter professionellen Bedingungen. Und ja. Ja, coole Sache, wenn man so einen Trainingsraum hat. Ihr habt, glaube ich, 1, 2, 3 Tische drin, ja? 2 Stück, ja. 2 Stück. Euer persönlicher Trainingsraum, ja? Ja, genau. So quasi. Mhm. Coole Sache, ja. Da muss man nicht immer weit fahren, irgendein Billardcenter. Na gut, das ist jetzt nicht unbedingt das Hauptaugenmerk. Da geht es einfach darum, dass wir uns professionell auf Turniere vorbereiten können, dass wir für uns alleine sind. Und, ja. Cool. Das ist eigentlich das Hauptziel. Cool. Und was für Tische habt ihr da drin, wenn ich fragen darf? Weißt du das? Ja, natürlich. Ja, ist ja nicht selbstverständlich. 2 verschiedene Tische. Aktuell haben wir einen Clash-Steel-Tisch, der aber noch ausgetauscht wird durch einen Gabriels-Tisch von unserem Sponsor. Da wird bald das neue Griffon-Modell auf den Markt kommen. Ein absolut perfekter Tisch. Und ja, da freuen wir uns natürlich auch besonders, wenn die Tische dann noch ausgetauscht werden und wir dann den Griffon dort drin stehen haben. Cool. So, Joshua gleicht aus zum 2:2. Self-Rack, es wird also selbst aufgebaut. Winner Break. Thank you.
So, Ball in Hand für Murat. Sehr guter Stoß von Joscha über Vorbande, um das zweite Foul zu vermeiden. Ja. Das wäre es noch gewesen, wenn Murat ein Spiel gewinnt auf 3 Fouls gegen den Weltmeister. Das wird schwer. Richtig. Da wird er sich überlegen müssen, wie er mit der Weißen irgendwann mal die 10 da wegkriegt vom Mittelloch. Das ist auf den Tischen wie eine Safety. Schön die Weiße gehalten. So, jetzt bin ich mal gespannt. Wow. Sauberes Ding. Nicht einfach, dieser Stoß von der Bande. Spielt sich da langsam wieder in den Flow rein, hä? Ja, schon 2 gute Partien weggemacht. So, liebe Leute, egal aus welchem Stream, Real Life, Billard TV oder wo ihr zuguckt, ich wäre froh, wenn ihr dieses teilen könnt. Vielen Dank. Murat schaut sich die 1-2-Kombination an oder geht die noch an der 2 vorbei? Man sieht es aus der Perspektive nicht richtig. Entscheidet sich hier für eine Safety. Da ging die Weiße noch zwischen 8 und 4 durch. Einfach jetzt auf die 3 zu stellen.
verfehlt hier die 3, somit Joshua wieder Ball in Hand. Ja, das hätte nicht schlimmer für ihn laufen können. Ja, Foul richtig. Und das einzige Problem, was nicht mal wirklich ein Problem darstellte, dadurch, dass die 8 natürlich relativ nah lag, aber dennoch eine kleine Schwierigkeit, die er auch noch gelöst hat. Ja, richtig. Worst Case Szenario. Ja, auch gestern im Finale gegen Konrad Juschischin lag Konrad lange vorne, glaube ich, noch. Und irgendwann hat dann viel Joshua angezogen. Also Konrad war eigentlich gar nicht so schlecht im Spiel, ja? Nein, im Finale lag er nicht hinten. Es war im Halbfinale. Da das Halbfinale, richtig. War er das ganze Spiel hinten am Ende sogar 9:6 und konnte das dann noch 11:6 für sich entscheiden. Ach, 11:9. Ja, genau. Sorry. Wen hat er im Halbfinale? Fortunski. Jesko Fortunski, ja. Genau. Genau, da lag er zurück. Joshua geht mit 4:2 in Führung, baut also seine Führung zum ersten Mal mit 2 Gewinnspielen aus. Ja, man sah gestern auch beim Pool-Snooker-Spiel oder wie man das nennen will, irgendwann halt mal auch den Unterschied zwischen einem Pool-Profi und einem Snooker-Profi. Mhm. Klar, Joshua war müde, hatte 11-12 Stunden pro Tag Billard gespielt seit 2 Tagen. Alex kam frisch hin, aber trotzdem, irgendwann sah man dann halt auch den Unterschied, jetzt nicht was die Qualität anbelangt, aber vor allem was ich gemerkt habe, ist der dünne Schäft, also Alexander Ursenbacher, hatte viel mehr Aktionsradius im Prinzip am Schäft, durch den dünneren Schäft. Ist dir das auch aufgefallen? Natürlich macht das einen enormen Unterschied, ob man Snooker mit einem Snookerkö oder mit einem Poolkö spielt. Da geht es einfach um halt besonders um das Effet. So, ja. Die Abweichung ist komplett anders, ja. Deswegen ja, Riesenunterschied, Riesennachteil. Ja, weil Joshua spielt ja mit 12, 13 mm, glaube ich. Z-Schäft? 11,75. Was ist das für ein Schäft? Z2 oder was? Z3. Z3, ja. 11, sind die bei 11,75 geblieben, ne? Ja. Ja. Eigentlich noch etwas von dünnsten, was man haben kann, ja? Ja, definitiv. Also auch nicht schlecht zum Snooker-Spielen, oder? Genau, ist vermutlich schon mit am besten, aber trotzdem, dann geht es natürlich auch um die Ferrule. Ja. Bei einem Snooker-Kö ist das eine Messing-Ferrule, nicht wie bei einem Pool-Kö. Also ja. Das ist natürlich auch ein Unterschied. Absolut, ja. Wirkt sich ja alles auch auf die Masse, die man da bewegt und natürlich aufs Effet. Kriegst du ganz andere Effekte hin, ja, mit 9 mm als mit 11,75, ja. Na, und eben halt der Materialunterschied macht schon was aus. Ja, aber war eine lustige Erfahrung. So, da steht Joshua noch eine lange 9 bevor. Wunderbar gelöst. Oje, oje. Da verschießt Joshua eigentlich eine einfache 10, aber auch bei den Profis schön zu sehen, dass da mal was passieren kann, sind ja auch nur Menschen.
sagt sie Mitte an. Mit Option, wenn sie nicht kommt, läuft sie kurze Bande rauf. So. Er wollte die 10 in die Mitte ansagen, hat auch gemacht. Ein bisschen zu viel Tempo. Hätte sie ein bisschen feiner spielen müssen. Mit Option, wenn sie nicht kommt, läuft sie an die kurze obere Bande rauf. Ist ihm misslungen. Joshua profitiert davon und geht mit 5:2 in Führung. Man sieht ja auch ganz klar bei den Profis, die spielen ja auch viele Shot-to-Nothings-Optionsspiel, versuchen zu potten, wenn sie nicht kommt, läuft sie in den Safe, der andere hat keine Fortsetzung. Das ist schon auch taktisch höher Spiel, was Joshua sehr gut beherrscht, ja? Klar, also es gibt immer Optionen, wo man Two-Way-Shots spielen kann. Mhm. Ja, gehört dazu. Joshua liebt das schnelle Spiel. Ja, definitiv. Genial. Jeder Spieler hat seinen eigenen Stil und das ist halt seiner. Absolut. Ich kenne das. Ich spiele auch einigermaßen schnell. Und das macht richtig Spaß, gegen Joshua zu spielen. Schneller, attraktives, flüssiges, modernes Pool. Sieht man selten bei den Profis jetzt. Mit so einer Sicherheit. Joshua kürzlich an den Zürich Open war das, glaube ich, beim Interview, wo er das Turnier gewonnen hat im Panda Lucky Club, weißt du noch? Waren das die Zürich Open? Nee, hat er nicht gespielt. Im Lucky Panda hat er ein Money Match gespielt gegen Regli. Ja, richtig, die Challenge, ja. Die Challenge hat er gespielt. Ja, da konnte Ronald Regli lange mithalten, bis auf 20. Dann war der Bruch da, es wurde eine Pause gemacht. Mhm. Es wurde ja Race to 30 gespielt, 10 Ball. Genau. Und da blieb dann Joshua noch am Tisch, hat seine Pause nicht genützt. Also er blieb am Tisch und hat das Break noch geübt, ja? Mhm. Also selten so ein ehrgeiziger Spieler gesehen, wirklich. Da kam ihm das Break nicht perfekt und blieb dann am Tisch und hat die Breaks nochmals gespielt, ja? Sollte als Profi so sein, ja. Ja? Klar, wenn man irgendwo im Spiel eine hohe Fehlerquote oder Schwäche erkennt, dann geht es natürlich darum, die möglichst schnell zu beheben. Und klar, gerade auf dem Niveau ist das Break sehr entscheidend. Mhm. Und das Break entscheidet über einen guten Spielrhythmus, über einen guten Spielfluss. Und wenn das nicht kommt, das kann Spieler natürlich schnell Unsicherheit mitgeben. Und, ja, richtig. Man kommt nicht in den Flow, das Break kommt nicht, man hat keine Fortsetzung. Ja, eher selten, dass man sieht, dass ein Profi sich dann nicht damit auseinandersetzt. Joshua Filler ging mit 6:2 in Führung, guckt sich und studiert das Blatt, wie er das runterspielen kann. Oh, sehr unglücklich, sehr unglücklich. War aber auch nicht einfach zu spielen, die weiße. Hätte von der Position her dahin kommen sollen, wo Murat sie jetzt hinlegt. Sehr unglücklich gelaufen für Joshua.
Entscheidungsfehler von 1 auf 2, da hat er die 6 touchiert, die das Loch zugelegt hat. Ja. Deswegen, vorher war alles frei, dann wäre es recht einfach gewesen. Absolut. Irgendwann kann man dann halt die Fehler nicht mehr ausbügeln, es wird immer schlimmer und schlimmer. Da fragt man sich dann die ganze Zeit, wann muss ich aufhören zu basteln? Im Prinzip ist es dann ja nur noch eine Position da, die dann richtig kommen würde. Naja, und das kommt sich auch immer drauf an. Also ist eigentlich relativ, weil oft hat man Situationen, wenn man sich von der einen zur anderen hangelt. Klar, wir kennen das alle. Mhm. Man muss immer mehr basteln und es wird schwieriger, aber es gibt meistens immer dann wieder einen Schlüsselball, wo man wieder alles mit retten kann und genau. Relativ einfach gestalten kann. Ja, und gegen Regle ging es dann nach der Pause eigentlich dann noch klar aus mit 30 zu 22, ja. Mhm. Roni arbeitet ja noch, glaube ich, 50%. Was hält ihr von ihm, wenn er jetzt auch Vollprofi machen würde? Wo seht ihr ihn? Das ist schwer zu sagen. Mhm, klar. Das kann man fast nicht beurteilen. Das ist, ich denke, zu jeder Profikarriere gehört immer ein bisschen Glück zum richtigen Zeitpunkt dazu. Es ja, gibt klar. So oft gutes Beispiel, zum Beispiel auch Thorsten Hohmann, als er Neunball-Weltmeister geworden ist damals, hat er eigentlich schon den Ausbildungsvertrag unterschrieben und war alles fix, dass er eine Ausbildung anfängt und fliegt dann halt zur letzten WM und gewinnt. Und dann hat er sich halt doch dazu entschieden, Profi zu werden. Also es ist manchmal einfach Timing, Schicksal. Absolut. Deswegen absolut. Ist es schwer, Prognosen zu geben. Man hat nie die Garantie, dass es klappt. Es gibt ganz sicher ganz, ganz viele Profis, die Weltklasse-Niveau haben, aber vielleicht trotzdem nie neunmal Weltmeister werden. So ist halt, man kann es nicht voraussagen, man kann es nicht erzwingen. Ja, es gibt so viele gute Poolspieler, die wirklich ein Riesentalent haben, verkacken sich aber dann mit dem Management, wie sie sich selber managen, den Flug buchen, dorthin fahren oder fliegen. Das ist ja auch ein Riesenaspekt, was viele nicht sehen, was das für Kosten und Reisen entstehen. Man muss wirklich buchen, planen. Sind zwar Top-Spieler, aber können sich einfach nicht selber managen, ja? Klar, also es gehören immer viele Faktoren dazu. Der komplette Background sollte stimmen, definitiv. Mhm. Aber am Ende ist halt wichtig, was am Tisch passiert. Wow. Absolut, ja. Und bei Joshua sieht man ganz klar, du nimmst ihm viel Arbeit ab, managst alles, beantwortest Fragen. Ich sehe da den Background nicht ganz, aber man sieht, dass er im Kopf wirklich frei ist und du da eine Riesenarbeit machst, ja? Das muss man ja auch mal schätzen. Und ja, wir sind ein sehr gut eingespieltes Team. Ja, das sieht man und spürt man auch, ja. Er hat da auch wirklich beim Spielen den Kopf frei. Gespielt die 5 in die Mitteltasche mit ein bisschen Konteröffel, Position 7. Keine perfekte Position, aber wer braucht die schon? Ja, wenn ganz man starke Partie. Joshua Filler heißt. Bank Jump auf die 1, ganz dünner Cut auf die 2. Loch sicher wie kein Zweiter.
Joshua, ich finde auch Joshuas Positionsspiel ist sehr gut, aber der locht ja wie kein Zweiter. Ich finde auch durch sein schnelles Spiel und weil er nicht die Positionen immer perfekt spielt, verschwendet er auch viel weniger Energie wie viele andere Profis, die wirklich immer auf kleinem Raum spielen und Position für Position achten und sich da Mühe geben und Konzentration. Das ist bei Joshua ganz anders. Der stellt die Position nicht perfekt. Muss ja auch nicht immer, aber ist das auch ein Mitgrund, dass ihn das so stark macht? Ist dir das aufgefallen oder was hältst du davon? Natürlich kenne ich sein Spiel sehr gut und es gibt ganz sicher Sachen, die er anders macht als andere Profis. Das hebt ihn natürlich von der Masse ab. Ja. Ja, stimmt definitiv zum Teil so. Er hat halt trotz seines sehr Junges sehr viel Erfahrung und Wissen über das Spiel, über die Weise, über Kontrolle und das macht ihn ganz sicher ganz stark. Mhm. Und hier ein bisschen durch die Tuschierung auf die 10 mit der weißen. Den falschen Winkel muss er jetzt probieren, mit dem Bandspiel auszugleichen oder mit viel F wird sich hier wahrscheinlich genau. So, bereits 9:2 für Joshua, der spielt sich hier wieder in einen Rausch, in seinen Flow. Wunderbar, so zuzusehen, wirklich schnelles, flüssiges, lochsicheres Spiel, wie man ihn kennt. Das ist das, von dem ich spreche, er braucht wirklich wenig Energie, du hast es gesagt, er hebt sich wirklich da mit seinem Spiel von der Masse ab. Und ich glaube auch, das ist ein Schlüssel. Warum er so gut ist, wenn ich da andere Spieler beobachte, das ist enorm. Es braucht ja auch gar nicht immer perfekte Positionen, außer man ist nicht so lochsicher wie Joshua. Aber das ist wirklich faszinierend, so spielen zu können. Ich schätze, dass er schon eine Besonderheit in unserem Sport ist, ist unumstritten. Ja. Für die meisten sieht das so aus, als wäre das nur sein Talent, was er ganz sicher hat. Aber seitdem er ein Kind ist, arbeitet er verdammt hart dafür, um diesen Weg gehen zu können und heute so erfolgreich zu sein. Also, das sieht natürlich immer alles einfach aus, aber es ist mit verdammt viel Arbeit verbunden, die er reinsteckt oder die wir zusammen da reinstecken. Verständlich, ja. Knochenarbeit. Ganz eigentlich sicher, wie Ronaldo im Fußball. Die anderen, wenn das Training vorbei ist, bleibt er auf dem Platz und übt weiter. Das ist korrekt. Einer seiner stärksten Komponenten, der Ehrgeiz. Es kommt sich halt immer darauf an, was man möchte, wie man sich selbst zufriedenstellt. Jeder hat davon eine andere Definition. Ja, das ist das, was ich immer sage. Egal, was du eigentlich oder welchen Beruf du ausübst oder welche Leidenschaft, im Prinzip ist alles eine Frage der Interesse. Je mehr Interesse du für irgendeine Sache aufgibst, desto besser willst du sie ja eigentlich auch machen, oder? Also, reine Interessensfrage. Gepaart mit Ehrgeiz. Verfehlt
dem Safety 3 wieder Ball in Hand für Joshua. Wir waren jetzt auch gerade erst, wir sind gerade mal etwas über eine Woche zurück von einem Trainingscamp in Ungarn. Ja. Zweiwöchiges Trainingscamp mit einem unserer Trainer, Günther Geisen. Mhm. Ist seit vielen, vielen Jahren Nationaltrainer der Jugend in Deutschland, war früher Trainer des Europakaders der Jugend von der EPBF aus. Wir spielen in Deutschland zusammen Liga, wir spielen zusammen in der Regionalliga ab dieser Saison. Wir sind kürzlich zum BC Oberhausen gewechselt. Mhm. Vorher haben wir erste und zweite Bundesliga gespielt. Ja, arbeiten jetzt wieder enger mit Günther zusammen. Und das ist eigentlich ganz cool, denn Günther hat Joshua von Anfang an eigentlich trainiert, von 2009 bis 2015, bis Joshi aus der Jugend raus war. Ich selber war damals auch bei Günther im Jugendnationalkader, kenne uns also schon lange und wie gesagt, jetzt haben wir dieses zweiwöchige Trainingscamp zusammen absolviert. Es war anstrengend, aber es hat super viel Spaß gemacht. Man muss halt immer gucken, dass man trotz Corona gut im Stoß bleibt. Und ja, ist klar. Ja. Harte Arbeit zahlt sich immer aus. 2 Wochen in Ungarn. Mhm. Wo wart ihr denn? Budapest, oder? Nee, das Billardcenter ist in Pécs. Das heißt Fordern Billardcenter. Da ist auch Vilmosfeldes, weiß nicht, ob dir der Name was sagt. Nochmals bitte? Vilmosfeldes. Klar, das sagt mir was. Damaliger Jugendweltmeister, lebt mittlerweile aber in den Staaten. Ja. Hat halt damals auch dort trainiert, ist da groß geworden, kommt ja aus Ungarn. Ja. Und ja, Günther Geisen gibt seit Jahren dort halt immer im Sommer ein zweiwöchiges Trainingscamp. Damals war das rein für die Jugend, mittlerweile ist es rein für Erwachsene. Beziehungsweise können sich auch Jugendliche anmelden, aber brauchen halt dementsprechend einen Begleiter. Mhm. Und ja, neben ihm gibt es noch 3 andere Trainer, aber wir waren halt da, um hauptsächlich mit Günther zu trainieren. Da habt ihr viel mitnehmen können. Ja, klar. Mit, coole Sache. Mit ihm zu trainieren ist immer gut, immer eine objektive Meinung. Kennt uns natürlich schon lange, hat natürlich auch den ganzen Werdegang mitbekommen und eigentlich gibt es nicht Besseres als diesen Günther. Korrekt. Also sein Vorteil ist halt, er war selber viele Jahre erfolgreicher Spieler, mehrmaliger Europameister, also wirklich selber ganz viel gewonnen, weiß halt, worauf es ankommt und ja. Kann dementsprechend immer gute Tipps geben, kann dementsprechend sein Training aufbauen. Also immer sehr, sehr hilfreich. Ja, Joshua hat ja, ihr wart ja lange in den Staaten letztes Jahr bei Roy's Basement. Dieses oder? Jahr. Wo war denn das? In welchem Staat? Weißt du das noch? Ja, das ist in Virginia. Virginia, ja. Okay. Ja, eine halbe Stunde von Washington DC entfernt. Ja. Waren wir circa 3 Monate dort, dann mussten wir halt zurück, weil unser Visum ausgelaufen ist. Mhm. Und klar, also im Moment ist auch fragwürdig, ob man freiwillig in den USA sein möchte bei der aktuellen Absolut. Corona-Lage. Ist halt definitiv kein Spaß. Ja, aber da gingen ja viele Livestreams mit Challenges und Spielen, mhm. habe ich im Internet gesehen auf Streams. Mhm. Da war auch ein cooles Spiel, bitte korrigiere mich, was den Namen anbelangt, vom Philippiner, war das glaube ich, Aranas? James Aranas, ja. James Aranas. Mhm. Da wurde ein Spiel ausgetragen, Race to 100, glaube ich sogar. Ja. 10-mal war es. Genau. Das hat man im Stream gesehen. Das war auch faszinierend zu sehen. Auch Aranas konnte lange mithalten und irgendwann ist dann Joshua wirklich davongezogen, weil Aranas hat ja nicht schlecht gespielt eigentlich. Am ersten Tag, also es ging ja insgesamt 3 Tage ja. in dem Race to 100, am ersten Tag war Aranas vorne. Mhm.
Es war natürlich sein Heimtisch. Also es ist halt so, der Sogar. James wohnt halt, also klar, er im Prinzip wohnt er eigentlich auf den Philippinen, aber Roy ist so ein bisschen wie sein Management und halt Money-Match-Promoter. So, deswegen, wir waren gerade 2 Tage dort oder so, dann fand das Spiel statt und Aranas kannte den Tisch natürlich viel besser, das Break, und wir haben eben schon darüber geredet, dass halt immer auf dem Niveau sehr breakabhängig ist, und ja, da hatten wir anfängliche Schwierigkeiten, und am zweiten, dritten Tag hatte Yoshi dann natürlich deutlich Vorsprung und konnte da die Oberhand behalten. Ja. Ja, es ging am Ende, glaube ich, 100 zu 70 aus, irgendwie sowas. Ja, genau. Etwa so 2 ein Drittel, ziemlich, ja. Ziemlich deutlich, ja. Ja. Ich bin jetzt gerade hier alleine in der Kommentatorenbox. Murat konnte gerade eben seinen dritten Punkt einfahren durch einen Foul von Joshua, der mit dem Kühl die Kugel weggeschoben hat. Jetzt allerdings schon wieder die nächste Chance auf einen offenen Tisch, um die Führung weiter auszubauen. Sehr schön ausgeschossen, ohne weitere Schwierigkeiten. Zur 11-3-Führung für Joshua.
anfänglichen Schwierigkeiten in den ersten zwei, drei Racks. Doch ein sehr einseitiges Spiel. Hier jetzt eine recht gute Chance für Murat, seinen vierten Punkt zu machen. Alles liegt frei, alles liegt offen, keine Schwierigkeit auf dem Tisch. So, auch ich bin wieder zurück. Pia hat mich da kurz vertreten und alleine kommentiert. Die ist da besser wie ich als Kommentator geeignet, sehe ich gerade und merke ich gerade. Joshua hat, vielen Dank dafür, Joshua hat bereits seine Führung mit 11:3 ausgebaut. Im Chat wird auch gefragt, ob Murat so viel Respekt vor Joshua hat. Ich glaube, ja, aber wer auch schon immer gegen Joshua gespielt hat, der weiß, wie sich das anfühlt. Absoluter Vollprofi, macht sehr wenig Fehler, wenn Joshua mal im Flow ist. Bei Winner Break ist er da kaum aufzuhalten, also macht seine Arbeit, seinen Job mit hundertprozentiger Leidenschaft, sehr viel Ehrgeiz. Und ja, es ist sicherlich auch der Respekt vor Joshua. Ich denke mal, es wird eine Summierung zwischen beiden sein.
So, Murat am Break konnte hier auf 11:4 verkürzen. Volker Lüttich, ich hoffe, damit deine Frage beantwortet zu haben. Wie gesagt, es ist zwar Murat Kükücü Bey, der hier im FBI-Club spielt. Die Löcher sind aber sehr, sehr eng. Der Tisch ist sehr schwer bespielbar. Klar ist es auch der Respekt, aber wie schon vorhin erwähnt, jeder, der mal gegen Joshua gespielt hat, weiß, wie sich das anfühlt. Da darf man sich keine Fehler erlauben. Das wird gnadenlos ausgenützt. Ist ja auch richtig so. Und wie Pia auch schon vorhin gesagt hat, mit seinem schnellen, attraktiven Spiel hebt er sich auch von der Masse ab. Das sind alles so Bauteile und Aspekte, die man einfach als Nicht-Profi, sag ich jetzt mal, beachten muss. Und wie schwer das auch ist, so zu spielen gegen Joshua. Auch das, die lange 5 an der langen Bande entlang, auch das auf diesem Tisch kein Standardball, sehr schwer zu spielen. Darf sich da keinen Fehler erlauben, keine Abweichung, sonst fällt die Kugel nicht. Von Murat. Nicht konsequent. Jetzt hatte Joshi natürlich eine gute Safe-Möglichkeit dadurch und dann konnte sich jetzt ein Ball in Hand erzwingen. Ja, wo waren wir stehen geblieben? Da bei Roy's Basement, da hat er ja Aranas dann noch mit 70:100 geschlagen. Da wird auch im Chat gefragt, wenn man jetzt einen Spieler auf der Welt nennen sollte, oder ein, zwei Spieler, anstatt Aranas, wen würdest du auf eine solche Distanz bei so einem attraktiven, schnellen, sicheren Spiel, wie Joshua es momentan spielt, auch schon über längere Zeit, was kommen dir da für Namen in den Sinn? Wen würdest du wählen, der auf 100 bei 10 Ball gegen Joshua wirklich dagegen halten könnte? Auf so eine lange Distanz. Sind es die Copignan-Brüder oder was denkst du? Schwierige Frage, richtig. Ich sag mal so, es gibt, wenn man jetzt so auf die
Top 10 in der Welt guckt, dann können die alle ein sehr hohes, beständiges Niveau spielen und am Ende kommt sich darauf an, wer die besseren Entscheidungen im Turnier trifft und wer am besten mit dem Druck klarkommt. Ja. Also es gibt ganz sicher, also es kommt halt drauf an, es kommt sich auf die Regeln an, es kommt sich auf den Tisch an, auf die Kugeln, frisches Material oder eben abgenutztes Material, da spielen halt so viele Faktoren einher, die da alles halt irgendwie ja, ist klar, ja. Ja, unterscheiden können. Aber ja, wenn man an gute 10-Ball-Spieler denkt, kommt einem ganz sicher Shane van Böning in den Kopf durch sein schon besonders attraktives Break, was beim Aranas ja recht ähnlich aussieht. Genau diesen Namen hatte Joshua auch genannt. Dann gibt's ganz sicher noch Chang Yun Lin aus Taiwan. Sehr guter Spieler, guter 10-Ball-Spieler. Aber ganz sicher gehört auch zu den Top-Leuten der Welt ein Jason Shaw dazu. Also es gibt eine endlos lange Liste vermutlich. Ja, die gibt's richtig, die gibt's. Ich denke mir mal aber auf Race to 10, 20 oder 30 gibt es da sicher 5 bis 10 Spieler, die mal gewinnen können. Aber auf 100 Siege weltweit, ich glaube momentan niemand, der da auf im 10-Ball auf so eine Distanz gewinnen könnte. Ich kann mir das nicht vorstellen. Ich würde sagen, das zu beurteilen ist, also natürlich bin ich davon überzeugt und der Meinung, dass Yoshi schon sehr dominierend ist bei solchen Sätzen und ich bin immer total parteiisch für ihn, gar keine Frage. Ja, ist klar. Aber das zu beurteilen ist halt schwer. Wir haben es gesehen gegen Aranas. Hat Yoshi absolut dominiert. Und der hat ja nicht schlecht gespielt, Aranas. Der hat ja eigentlich ein gutes Spiel abgeliefert. Mhm. Klar, aber wenn man einem halt wenig Chancen lässt, würde es halt schwer gegen Yoshi. So, ja, also absolut. Es ist schwer zu sagen. Aber ich denke, man muss kein Spezialist sein, um sagen zu können, dass ein Satz gegen Shane oder gegen Shaw oder gegen Chang Yun Lin oder wen auch immer 50-50 ist. Ja. Und man nie klar voraussagen kann, wer den Satz gewinnen wird. Absolut, auf kurze Distanz, ja. 9, 10 oder 11, 13 vielleicht noch. Ja, das ist wichtig. So, 12 zu 4 für Joshua. Hier für Murat die Chance zu verkürzen. So, das macht er auch. Murat verkürzt auf 12 zu 5. Thank you.
Die 1 ist, glaube ich, noch lochbar. Hat sich da jetzt wieder selbst gesaved. Musste die 1 ganz dünn anspielen. Dadurch kriegt die Weiße sehr viel Tempo, läuft ihm da wieder in den Safe rein, versucht jetzt zu jumpen. Ball in Hand für Joshua. Ich sehe da keine Probleme außer 6-7 vielleicht. Die interessiert das Coronavirus momentan auch nicht, ja. Die stehen da eng zusammen, 6 und 7, aber ich glaube, da sollte die Kombination noch möglich sein. So, keine einfache 5. Muss dann mit dem Chef ein bisschen über den 9 übergreifen. Was wollte er da genau safen? Hat er safe angesagt, ja? Ich glaube ja. Spielt auch im Endeffekt eigentlich keine Rolle beim 10-Ball. Das ist gleich, als wenn man safe beim 9 beantragt. Ja, hat es klappt gekauft. Die 6 sollte noch so knapp an der 7 Loch vorbeigehen. Schön auf Position gekommen mit dem richtigen Winkel, um mit der Weißen hinter 9 zu kommen. Verschießt die 8 aber ganz klar.
auch dieses wird gnadenlos von Joshua ausgenutzt, zu Recht. Auch eine gute Sache für einen Amateur wie jetzt Murat Kükücü bei mal zu sehen, wie er oder wo er da mit seinem Spiel eigentlich steht, ja. Weil da wird ja ohne Handicap gespielt, eigentlich die beste Lösung, zum am Schluss selber ein Urteil zu fällen. Aha, hier stehe ich, ich bin auf 10 Gewinnspiele gekommen. Super Sache eigentlich. Viele, sage ich jetzt mal, schlechtere Spieler oder Amateure wollen ja von den Profis immer Handicap bei einer Challenge. Ich halte da gar nicht viel davon. Gut, ist Einstellungssache, aber wenn ich jetzt gegen Joshua oder gegen Shane oder irgendwen die Chance habe zu spielen auf einen langen Satz, da spiele ich bei 0-0, egal wie viel das ich verliere, da weiß ich immer am Schluss, wo ich stehe. Ich halte da nichts von Handicaps. Was hältst du da davon? Also für das eigene Spiel macht es ja im Prinzip gar keinen Sinn, nachher zu urteilen, wo stehst du eigentlich mit deinem Spiel? Es kommt sich darauf an, was es ist. Ist es ein Money Match, ist es eine Challenge oder ja, ist es Training? Im Training ganz sicher ohne Vorgabe, wenn es um was geht, ganz sicher mit Vorgabe. Als Sportler sollte man immer den Ehrgeiz haben, gewinnen zu wollen. Wenn man den nicht hat, dann hat man sich für einen falschen Job entschieden. Ja, richtig. Deswegen, wie gesagt, im Training kann man ohne Vorgabe spielen, aber wenn es ernst sein soll und auch Wettkampf sein soll, dann muss es Vorgabe geben bei großen Leistungsunterschieden, sonst ergibt es keinen Sinn. Ja. Sonst kann kein Druck erzeugt werden, kein richtiger Wettkampfmodus. Und ja, ist klar. Was bringt es einem schlechteren Spieler gegen Weltklasse-Spieler zu spielen und stundenlang nur auf den Sack zu bekommen, auf Deutsch gesagt. Ja, klar. Demotivierend. Ja, ist natürlich auch von jedem einzelnen Spieler jetzt Profi oder nicht Profi eine Einstellungssache wieder, ja. Ich könnte nie von Joshua eine Vorgabe verlangen. Nie, ob es jetzt ein Money Match wäre oder Trainingsspiel. Rein aus der Einstellung raus, wenn ich jetzt auf 20 oder 21 in Joshua spiele, ich würde wirklich ohne Vorgabe spielen, dass ich am Schluss weiß, auch wenn das Resultat brutal ist, da weiß ich ganz genau, da stehe ich. Aber was bringt es dir? Also ich meine, du weißt ja so oder so, dass du schon vom Leistungsniveau dann weit von ihm entfernt bist. Was bringt es dir, wenn du voll auf den Sack bekommst? Genau das möchte ich natürlich ja. Natürlich ist es eine Sache, wie man damit umgeht, aber nochmal, wenn es um was geht oder ein Wettkampf erzeugt werden soll, dann ergibt es halt keinen Sinn, wenig ja. Sinn. Ja. Ja, das ist klar. Aber nur so wirst du besser, wenn du weißt, ich habe jetzt 21-8 verloren, da fehlen mir noch 16 das Spiele, kann man oder? Meiner Meinung nach nicht pauschalisieren. Ja. Also man kann nicht pauschal sagen, dadurch wird man besser. Es gibt Sportler, wenn die tagelang, wochenlang nur halt verlieren. So, was macht das mit einem Sportler? Ja. Ganz besonders in der Turniervorbereitung, also ganz sicher ist das nicht motivierend und dementsprechend nicht zielführend. Also aber nur so wirst du besser in einer kürzeren, in einer sehr kurzen Zeit ohne Handicap gegen die Besseren zu spielen. Weil du holst es ja durch die Lernphase. Es ist ja im Prinzip Lehrgeld. Du kannst es ja selber managen und dann weiter bei anderen. Ich verstehe schon, ja. Versteh schon, was du meinst, aber nochmal, da ist halt ein riesen Unterschied ja, zwischen logisch. Training und zwischen einem Menschen, wo es um was geht. Abgesehen davon, es ist dann auch schwierig für den Favoriten, weil wenn keine Gegenwehr kommt, ist es auch für den Favoriten, wo ist der Druck, wo ja. ist der Anreiz, dass man 100% geben muss, sonst kann man nach Hause fahren. Ja, so, das ist natürlich die andere Sicht, ja, wieder. Absolut richtig. Ganz sicher geht es da ganz viel um eigene Einstellung, aber es ist halt einfach, es sollte für beide Seiten Sinn ergeben. Richtig, ja.
Aus dieser Sicht habe ich das noch gar nicht gesehen. Aus Profisicht. Weil er hat ja dann auch keinen Druck, ja. Kann auch demotivierend sein. Richtiger. Wichtiger Aspekt, ja. Aber gerade bei einem Money-Game kann es ja im Prinzip dann dem Profi eigentlich egal sein, wenn der Schlechtere keine Vorgabe verlangt. Oder auch dann nicht. Wie ist da die Einstellung? Klar, auch man, dann? Man kann in 100 verschiedene Wege oder Varianten argumentieren. Also absolut. So, zurück zum Spiel. Joshua hat seine Führung mit 14-5 ausgebaut, hat hier von etlichen kleinen Safety-Fehlern und verschossenen Zehnern profitieren können. Wow, auch hier wieder keine Gnade. Press hinter die 8. Versucht jetzt hier wahrscheinlich mit ein bisschen Rechts-Effe ein Zweibänder. Wunderschön die Weiße kurz vor der 7 in die Bande reingedrückt mit Rechts-Effe, damit er rüber auf die Schwarze kommt. Schöner Zugball auf die 9. Es steht bereits 15-5 für Joshua. Sag mal, Fehler ist ja auch kein typischer deutscher Name jetzt. Wo hat der noch englische, amerikanische Wurzeln vom Namen her? Überhaupt nicht. Überhaupt nicht? Nee. Wurde das schon öfters gefragt oder bin ich jetzt der Einzige? Ja, ich würde sagen, du bist der Einzige. Okay. Ist Phil ein deutscher Name? Ich habe keine Ahnung, wo der Name herkommt. Okay, das wäre mal noch interessant. Klingt englisch, oder? Ich habe mir nicht so Gedanken darüber gemacht. Ist klar, dass ein englisches Wort ist, aber woher der Name kommt, Ja, hätte ja sein können, dass er noch keine Ahnung. Englisch oder amerikanische Wurzeln hat durch den Namen. Okay. Sag mal, wie sieht es eigentlich mit deinem Spiel aus? Was hast du für dich selber so geplant in der nächsten Zeit? Was Turniere und Damenturniere oder auch bei den Männern spielst du ab und zu auch mit? Ja, genau. Also ich versuche so viel zu spielen, wie ich kann, um Erfahrung zu sammeln und auszulernen, um mich weiterzuentwickeln. Damenturniere sind rar, nicht wie selten. So gut aus. Ja. Ja, ja. Also es war vorher natürlich schon schwierig. Der Sport wird natürlich sehr von den Männern dominiert bei uns. Es gibt natürlich auch Frauenweltturniere, aber wir hatten zwei Stück. Früher gab es noch ein drittes, gab es noch den Amway Cup in Taiwan. Ja. Gibt es auch nicht mehr. Tatsächlich wenig. Niemand weiß, wie es weitergeht, alles sehr ungewiss, wird man sehen in Zukunft.
Es gibt ja jetzt mehr virtuelle Turniere, also Ghost-Turniere quasi. Da wird es jetzt auch bald ein Frauenturnier geben. Kann ich aber noch nicht so viel zu sagen. Ja. Aber werde ich mitspielen. Ja, und dann muss man einfach sehen, was die Zukunft bringt, wie sich Frauenbillard weiterentwickelt. Auch nicht einfach für dich, weil du willst ja im Prinzip auch Turniere spielen, versuchst auch in den Staaten oder sonst irgendwo mitzuspielen. Was ist deine, wie ist deine Motivation, wenn du jetzt siehst, du spielst da bei einer Männerdomäne mit in einem Turnier? Was versuchst du da oder woher nimmst du die Motivation oder was setzt du dir da als Ziel? Naja, als Maßstab in Asien, besonders in China, gibt es schon viele Frauenturniere, auch wo die Frauen mehr Preisgeld bekommen als die Männer. Ah ja. Weil in Asien die Frauen sind schon sehr, sehr gut. Das ist definitiv ein Ziel, halt auf so ein Niveau zu kommen. Ist nicht unrealistisch. Man kann immer erreichen, was man möchte, kommt sich nur auf einmal, wie viel man dafür arbeitet, aber wie gesagt, haben wir eben auch schon drüber geredet, man hat nie einen Garant dafür, dass es funktioniert, dass es klappt. Ja, deswegen schwer zu sagen, aber auch wenn ich Männerturniere spiele, ist mir eigentlich egal. Wenn man am Tisch steht, dann sollte man sich auf sich selbst konzentrieren, egal wer im Stuhl sitzt. Und ja, ja, man möchte immer, oder ich möchte immer gewinnen, so wie fast jeder andere Sportler natürlich auch. Klar, ja. Also wäre deine Seite eigentlich mehr die asiatische Seite, wenn du sagst, da gibt es mehr Frauenturniere als in den Staaten? Ja, in den Staaten ist ja auch nicht so schlecht. Da gibt es noch die Frauenprofitour von der WPBA, heißt das. Ja. Ich habe ein Turnier bis jetzt gespielt und ich glaube, es gibt 4 Stück im Jahr. Das Problem ist, dass sie halt oft mit den Herrenturnieren kollidieren. Und da wir halt nur zusammenreisen, haben Joshuas Turniere definitiv Vorrang. Und ja, wie gesagt, man wird sehen, wie sich das in Zukunft entwickelt. Ich arbeite natürlich immer weiter an meiner eigenen Karriere, an meinem eigenen Spiel. Klar, auch wichtig. Genau, aber wenn Joshis Turniere halt gleichzeitig sind, dann haben die definitiv Vorrang. Das ist auch total okay für mich. Wenn er glücklich ist, bin ich auch glücklich und ich mache das gern für ihn. Sehr schön. Und gibt es eine Frau, wo du sagst, gegen die möchte ich mal länger mehr spielen oder das würde dich kitzeln, gegen die zu spielen oder hast du das schon? Vielleicht 1, 2, 3 näher. Also ich glaube, ich kann mich ganz glücklich schätzen, dass ich einen guten Trainingspartner zu Hause habe. Deswegen, also was will ich mehr? So, bin eigentlich wunschlos glücklich. So, was kann Herr Murat noch ausrichten gegen Joshua? Es steht bereits 16:5. Ja,
Treffer schießt er die 7. Das wird wahrscheinlich wieder gnadenlos ausgenutzt von Joshua. Und somit steht es 17-5. Ja, was geht da noch für Murat? Kommt er da nochmals ins Spiel? Wird natürlich nicht leichter, besonders nach so einfachen Fehlern. Jetzt die 7, vorhin eine 8. Recht einfache 8, also halt schon einige Fehler auf die letzten Kugeln, was man sich auf dem Niveau halt nicht erlauben kann. Vor allem nicht bei diesen Löchern, wenn mal Joshua eine Kugel verschießt. Versuchen, die 3-4 Bälle runterzumachen, ja, um verkürzen zu können, aber ja. Was denkst du, ist das der Respekt? Hat er ein bisschen Hemmungen, Murat, oder ein bisschen von beiden? Oder ist der Niveauunterschied? Ich kenne ihn so nicht. Schwer, das einzustufen oder zu beurteilen. Es war auch eine Chatfrage. Aber ganz sicher ist natürlich der Unterschied zwischen einem Amateur und einem Profi die Beständigkeit, die Konstanz. Absolut. Und, so. Und das ist halt deutlich zu erkennen. Oh, da setzt er sich den Winkel falsch. Wow, wunderbares Tempogefühl mit Links-Effe, die Cueball die Weiße runtergespielt auf Position 8. Ganz einfach, gefühlvoll. Wunderbar. Was will man dagegen machen? Verstellt gleicht es mit einem wunderbaren Stoß wieder aus. ...18-5 aus der Sicht von Murat. Break von Joshua. Fällt auch eine Kugel, aber hat hier keinen Einsteiger auf die 1. Ja, vielen lieben Dank, Pia, dass du hier als Co-Kommentatorin oder mir da zur Seite stehst. Bist übrigens die Erste. Hab schon ein paar gefragt. Niemand will, niemand darf, niemand kann. Nicht immer ganz einfach, Leute zu finden. Vielen Dank dafür, ja. Gerne. Ja, da fehlen Joshua jetzt noch 3 Gewinnspiele, um den Satz für sich zu entscheiden. Wow, what a jump. Was für ein Jump. Lange Distanz, wunderschöner Jump mit Position, als wäre es eine Selbstverständlichkeit. Ja, der Joshua, du kennst ihn niemand besser als du, kennst ihn besser. Was gibt's da eigentlich überhaupt noch? Hat er überhaupt Schwächen in seinem Spiel jetzt? Wenn du jetzt da das was ist, nennen müsstest. Natürlich kann ich mit voller Überzeugung sagen, dass wir da nicht drüber sprechen werden. Das ist ziemlich dumm. Alles klar.
Hab's mal so durch die Blume versucht. Da kriege ich keine Antwort aus Pia raus. Ist auch verständlich. Ich sehe da keine mentalen Schwächen, spielerischen Schwächen, talentmäßig. Ich kann da nichts erkennen. Wow. Wunderbar reingeschnitten, wieder einmal mehr von Joshua. Wie gesagt, wer braucht eine Stellung, wenn man so potten kann? Sicherlich nicht Joshua. Da waren sie wieder, die Schwächen, oder? Pia. Ich sehe keine. So, jetzt habe ich es doch noch rausgebracht. Sie sieht also keine. Naja, was heißt Schwäche in dem Fall? Die Stellung auf D10 war einfach nicht gut. Trotzdem ausgemacht. Wer ausschießt, hat recht. Fehler merken beim nächsten Mal besser noch. Ganz einfach. Ja, ist klar. Schaut von Murat. Joshua sieht sich die Situation auf dem Tisch an. Übernimmt das selber. Wollte hier mit der Weißen hinter 5-9 kommen, ist ihm ein bisschen misslungen. Wow, schöne Safety von Joshua. Dieses Mal hat er die Weiße, wo er sie vorhin haben wollte, ungefähr. Da wird Murat wieder zum Jump gezwungen. Geht auch nur für Linkshänder so. So, das zweite Foul von Murat. Richtig, Pia? Einmal der Jump, die Weiße rein und jetzt die. Joshua passiert. Ja.
schlecht ausgeführt. Und die Weiße fällt. Oh je, Worst Case Szenario. Somit ist Joshua on the hill. Genau. Also unglücklich gelaufen. Murat hat 3 Fouls. Somit gibt er das Spiel ab. Joshua steht bereits auf dem Hill. Es steht 20-5. Joshua am Break. Macht er das jetzt frühzeitig zu? Aber auch gerade wieder bei dieser Safety von Joshua, die misslungen ist. Auch für einen Amateur mal schön zu sehen, dass das keine Maschinen sind, die Profis. Ja, das sind ja auch nur Menschen. Und ja, nach 3-4 Tagen. Hä? Das sowieso. Nach 3-4 Tagen. Pool. Verständlich. So muss hier, glaube ich, Vorbande spielen. Schön abgespielt. Joshua wird da wahrscheinlich gezwungen sein, wieder zu safen. Alles klar. Wunderschöner Einbänder. Da sehe ich auch keine Probleme mehr. Der wird das Match beenden jetzt. Hoppla. Oh. Nennen wir es mal. Das Glück des Tüchtigen wird belohnt. Ja, das sollte es gewesen sein. Noch ein wunderschöner Massestoß von Joshua und gewinnt ganz klar die Partie mit 21-5. Was für eine schöne Sache für den Club, was für eine schöne Sache für Murat, der gegen den US Open und Weltmeister spielen durfte. Er weiß es sicher zu schätzen, weiß jetzt auch, wo er mit seinem Spiel steht. Schön auch von Joshua, dass er das heute noch ausgetragen hat, ist auch nicht selbstverständlich, das sage ich immer. Viele Profis würden da auch schon längst abgereist sein, ja. Nicht so ihr zwei. Wunderbar von euch, dass ihr noch das mitgemacht habt, diese Challenge. Vielen lieben Dank. Vielen lieben Dank fürs Mitkommentieren, für die Chatbeantwortungen. Was kann ich noch sagen? Hast du noch was zu sagen, Pia? Nee. Wir, ja, also war ein ansehnliches Match, natürlich sehr einseitig, aber ja, hat trotzdem Spaß gemacht und ja, wir machen uns jetzt auf den Weg nach Hause, ja, zurück in unser Trainingsdomizil und ja, bis zum nächsten Mal. Ja, vielen lieben Dank, Pia, vielen lieben Dank. Tschüss. Tschüss, kommt gut nach Hause. So, liebe Leute, am Zuschauen seid. Ich habe euch seit 2-3 Tagen durchs Turnier begleitet, kommentiert, wenn auch nicht immer alles perfekt. Viele Tonprobleme, technische Probleme.
ich entschuldige mich da im Vorhinein oder im Nachhinein, wie auch immer. Vielen Dank an Joshua, der das Turnier gestern gewonnen hat, der noch hier geblieben ist, um die Challenge zu spielen gegen Murat. Vielen lieben Dank an Pia, die hier mit mir kommentiert hat. Ist auch keine Selbstverständlichkeit. Vielen lieben Dank an Pascal Niedeker für die Cams, für die IT. Vielen Dank an Billard TV, Zusammenarbeit mit Relife. Vielen Dank an Hugo Abeck, der ein Riesenprogramm hier gestartet hat. Ich hoffe, Pia und ich haben euch die Fragen im Chat so gut wie möglich beantworten können. Das war's von unserer Seite her. Das nächste Event mit Ronald Regli am 23. September, soweit mir das Datum noch geläufig ist, gegen Can Zal im Race to 50. In der Mitte sind 50.000, habe ich euch angekündigt, 23. September. Die Partie wird, glaube ich, um 12 Uhr starten. Wir sind da live wieder drauf, also schaltet wieder ein. Vielen lieben Dank an alle, auch an die Sponsoren, auch an die freiwilligen Mithelfer, an euch natürlich, an die Zuschauer. Was bleibt mir noch zu sagen? Das war Roger Schmid. Mittlerweile solltet ihr mich kennen. Vielen lieben Dank. Bis dann.